Die undankbare Aufgabe, dazu jetzt Stellung zu beziehen, die hat Thomas Neuendorf, Pressesprecher der Berliner Polizei. Herr Neuendorf, das sind ja spannende Details. Haben Sie noch mehr? Naja, die anderen Details sind vielleicht nicht ganz so witzig. Es soll ganz, ganz viel Alkohol getrunken worden sein. Man ist auf den Dächern dieser Containerunterkunft rumgerannt, hat auch Kollegen aus anderen Städten gestört. Es soll auch zu heftigen Streitereien gekommen sein. Und deswegen haben die Hamburger sich entschieden, dass wir die Kollegen nicht in Berlin brauchen. Die schicken wir zurück. Das heißt, das Ganze ging auch ein bisschen länger dort, diese Feierlichkeiten? Na, das ging wohl einen Abend, eine ganze Nacht durch und dann irgendwann morgens hatten alle die Schnauze voll. Und das ist eben sehr peinlich für uns als Berliner Polizei, ein Imageschaden. Also wir sind nicht froh darüber. Können Sie sich das erklären? Wie kommt es denn zu solchen Ausreißern? Ja, na, die Kollegen haben das erklärt, dass ihnen langweilig war, es gab keinen Fernseher, es war doof. Aber man muss eben überlegen, wir befinden uns hier nicht auf einer Klassenfahrt von 16-Jährigen. Das sind Polizisten, die dort für einen Einsatz waren und das geht eben nicht. Also das heißt immer Wohlverhalten durch Polizisten und da kann man nicht wie irre feiern und in der Öffentlichkeit bumsen. Um das mal so deutlich zu sagen. Ich merke schon, Sie nehmen da kein Blatt vor den Mund. Ja. Muss ich das auch nicht machen. Wie wurden Sie denn informiert darüber? Haben sich Kollegen schon selber gemeldet, wir haben da ein bisschen Mist gebaut oder haben tatsächlich die Hamburger bei Ihnen angerufen und gesagt, wir schicken eure Jungs jetzt komplett nach Hause, weil 300 schaffen, klingt nach einer großen Party. Ja, die Hamburger haben sich bei uns gemeldet, die haben uns das mitgeteilt. Wir haben jetzt auch noch gar nicht die Details. Es soll Fotos geben, es soll Videos geben. Natürlich müssen wir gucken. Es werden bestimmt auch nicht alle Mitarbeiter dieser Hundertschaft jetzt an diesen Ausfällen beteiligt gewesen sein. Deswegen gucken wir, wer war im Einzelnen dabei. Wir haben Stellungnahmen angefordert und dann wird es eben auch Konsequenzen geben.